Hallo zusammen, ich bin der Raphael, ich mache die Lehre als Netzelektriker bei der SAK. Ich zeige euch heute mal, was man mit dem Beruf alles macht. In der Lehre ist es besonders cool, dass ich einen guten Austausch mit den anderen Lernenden habe und dass ich einen guten Berufsbildner habe, der mir für den Spass zahlt. Meine Haupttätigkeit in der Lehre ist es, den Strom vom Kraftwerk bis zum Haus zu bringen. Wenn man die Lehre bei der SAK macht, kommt man zusätzlich noch das GEA über und man hat 6 Wochen Ferien, was natürlich auch sehr schön ist. Jetzt machen wir eine Challenge, Lehrling gegen Lehrmeister. Wer zuerst gerade die Muffe aufs Rohr drauf tun? In meiner Lehrzeit habe ich schon sehr viel Neues lernen. Und zwar war ich im Freileitungsbau, ich war auf Holzstangen, ich war auf Betonmästen, ich habe im Niederspannungsnetz gearbeitet, im Mittelspannungsnetz, ich habe dort Kabel eingezogen und Endverschlüsse gemacht. Zusätzlich war ich auch mal bei uns in der Glaswasserabteilung. Das ist alles sehr interessant und man lernt natürlich jeden Tag Neues dazu. Das hilft einem natürlich, um später vielleicht auch herauszufinden, in welche Richtung man sich fokussieren will. Wenn euch der Beruf Netzelektriker gefallen hat, dann bewerbt euch doch auf eine Schnupperlehre bei der SAK.